Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Waldo! Oh, Waldo! Ja, wir haben die Planke freigelegt und sprechen das jetzt mal. Also, was halten Sie davon? Exzellent. Was ist eigentlich Paris Saint-Germain? Es ist wieder Mary Celeste. Hat denn alles mit diesem Schiff zu tun? Das ist gut möglich. Woher haben Sie dieses Stück? Ich habe es von einem Antiquar in Kairo gekauft. Es muss ein Stück von einem vermissten Rettungsboot sein. Es gibt also weitere? Ja, ich hoffe, ich kann alle erstehen. Warum haben Sie diese Suche begonnen? Wegen einer Vorahnung. Einer Vorahnung auf ein großes Mysterium. Eine fundamentale Frage. Und die Antwort? Wenn es eine gibt, wird sie auch fundamental sein. Wie lautet also die Frage? Sie fragen zu viel. Was? Ich will mich nicht selbst zum Narren machen. Ich habe bisher nur wenige Hinweise. Und was können Sie mir über die Kiste von Ponce de Leon sagen? Sie wurde in Venedig aufbewahrt. Ah, das wissen wir doch. Zuerst in der Scuola und dann möglicherweise hier. Wir sind also nicht zufällig hergekommen. Es gibt keine Zufälle. Was wir für einen Zufall halten, ist nur ein Ereignis, dessen Ursache uns nicht bekannt ist. Was ist mit der Kiste passiert, als sie von hier verschwunden ist? Was denken Sie? Briggs hat sie mitgenommen. Genau. Sie sind ziemlich erstaunlich. Drei Objekte, die zusammen mit der Besatzung der Mary Celeste verschwunden sind, wurden gefunden. Das Chronometer, die Kiste und das Rettungsboot. Was bedeutet das? Dass sie nicht gestorben sind. Zumindest nicht alle von ihnen. Irgendjemand, vielleicht sogar der Kapitän selbst, ist zurückgekommen. Es wäre aber sehr seltsam, wenn er die ganze Zeit nach seiner Rückkehr im Verborgenen gelebt hätte. Er ist sicherlich nicht mit seiner Frau und seiner Tochter zurückgekehrt. Diese drei hätte man leicht erkannt. Sein Sohn und seine Mutter sind in Marion geblieben. Ich kann nicht glauben, dass weder der Kapitän noch seine Frau sie nicht hätten sehen wollen. Was wäre, wenn Mr. und Mrs. Briggs etwas unglaublich Wertvolles entdeckt hätten und es nicht hätten preisgeben wollen? Es war eine ehrbare Familie. Jeder, einschließlich Ihnen, ist der Meinung, dass Briggs ein sehr verantwortungsbewusster Mann gewesen ist. Ah ja, das da stimmt. Man den ja persönlich kannte. Vielleicht hat er eine wichtige Entdeckung gemacht, musste sich aber verstecken, weil er verfolgt wurde. Von wem? Von jemandem aus seinem Gefolge. Von einem Mannschaftsmitglied zum Beispiel. Was stand auf dem Spiel? Was war die Motivation hinter diesen ganzen Unternehmungen? Die Reise der Mary Celeste hatte ein geheimes Ziel. Und das war definitiv nicht, Alkohol über den Ozean zu bringen. Spekulation. Oh nein. Alles, was wir diskutiert haben, ist eine Spekulation. Wir haben keinen unwiderlegbaren Beweis. Ja, Wissenschaftler richtig. Und Entdecker können genau in zwei das. Kategorien eingeteilt werden. Aha. Die erste Aha. Gruppe baut gründlich und gewissenhaft, aber nur auf solide Fundamente. Die zweite Gruppe besteht aus Abenteurern. Begierig, sogar die lächerlichsten Theorien zu überprüfen, wenn sie das Gefühl haben, es könnte etwas Wahrheit darin stecken. Sie gehören nicht zur ersten Gruppe, oder? Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Versuchen Sie, mich zu beleidigen? Ganz im Gegenteil. Für mich ist das ein Vorteil. Darum wollte ich Sie sehen. Was erwarten Sie, in der Kiste zu finden? Haben Sie sie genau untersucht? Sehr genau. Ach, da gab's doch diese Und? Liste. Bitte behalten Sie es derweil für sich. Ich hatte noch keine Zeit für eine ordentliche Untersuchung. Was haben Sie gefunden? Sagen Sie es mir. Zusammen. Unter dem doppelten Boden habe ich ein Manuskript gefunden. Ach so. Möglicherweise die Notizen von Ponce de Leon, aufbereitet als Bericht für das Casa de Contratación. Ich wusste es. Ich wusste, dass etwas darin versteckt war. Erzählen Sie bitte weiter. Was steht in seinen Notizen? Er berichtet über seine Reise von 1513, während der er Florida entdeckt hat. Gibt es irgendetwas? Irgendetwas Neues in Bezug darauf? Etwas, das nicht in anderen Quellen enthalten ist? Ja, er erwähnt das Bimini-Atoll, wo der Jungbrunnen sein soll. Hat er es erreicht? So habe ich es verstanden. Ich muss das Manuskript. Ich muss die ganze Kiste haben. Läuft einfach so als Gott weiß, was auch darin gefunden werden kann. Ich befürchte, das ist unmöglich. Experte. Ich hoffe, ich bin Ihren Erwartungen gerecht geworden. Hören Sie mir zu. Ich bin von Ihren Fähigkeiten und von Ihrem Wissen beeindruckt.
Sie zeigen die Talente eines echten Entdeckers. Ich stelle Sie als meine Expertin ein. Aha, Ihre Expertin? Expertin für was? Für die Sie Mary haben meine Celeste. Planke geschrubbt. Sie werden also das Mysterium und das Verschwinden der Mannschaft unbestreitbar lösen. Ein für allemal. Ich fühle mich geschmeichelt. Das ist ein unglaublich ambitioniertes Vorhaben. Ich werde für Ihre ganzen Unkosten aufkommen. Und was das Honorar angeht, was würde Sie zufriedenstellen? Lassen Sie mich überlegen. Lassen Sie uns beim Einfachsten anfangen. Die Exklusivrechte an dem Buch über dieses Thema. Natürlich. Zugang zu allen wertvollen und antiken Objekten, denen wir während des Unternehmens begegnen, sowie die Exklusivrechte, diese zu untersuchen. Klingt vernünftig. Einverstanden. Und nun zum Wichtigsten. Ich bekomme ein Zehntel von diesen Relikten und habe ein Vorkaufsrecht, wenn es um den Rest geht. Wenn man Ihre potenziellen Erfolge in Betracht zieht, scheinen meine Rechte an meiner Investition recht beschränkt zu sein. Ich glaube, dass mein Angebot fair ist. Ich erhalte nichts, wenn ich nichts erreichen kann. Ich riskiere, mit leeren Händen dazustehen. Sie haben noch etwas im Ärmel. Sie können in jedem Fall ein Buch darüber schreiben. Ich habe das Gefühl, dass Sie auch noch etwas im Ärmel haben. Es geht nicht nur um die Mary Celeste. In Ordnung. Einverstanden. Aber ich habe auch eine Bedingung. Lassen wir die Kiste außen vor. Die Nein, wollen doch nicht die Kiste. Nee. Die Kiste ist Eigentum des Museums. Sie werden sie für mich besorgen. Ah, ja. Ich kann vor denen nicht als ihr Agent auftreten. Die haben mir einen Auftrag erteilt und den muss ich zu einem Abschluss bringen. Zu den Bedingungen, die ich mit denen vereinbart habe. Nein. Sie arbeiten jetzt für mich. Wie bitte? Bin ich plötzlich zu Ihrem Eigentum geworden? Sie sind meine Expertin. Sie können nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Dann gehe ich zurück nach Frankreich. Bitte. Sie wissen nicht, was Ihnen entgeht. Und ich weiß nicht, was mir entgeht, wenn ich nicht bleiben würde. Warum bestehen Sie so darauf, die Kiste zu bekommen? Ich will Sie nur untersuchen. Lest doch mal den Inhalt, obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob das alles ist. Da war ein Manuskript, eine Pistole und ein Ausgießer. Der Rest eines Kruges. Eine Pistole, ein Krug, Samen vom Pinto Leon, ein Kondom und keine Ahnung. Auf der Liste. Wissen Sie, wo sich der Krug zurzeit befindet? Ich kenne einen Mann in Kairo, der ihn vielleicht in seinem Besitz hat. Wer ist er? Ah, sehen Sie? Sie sollten nicht auf den Fall verzichten. Ich sollte nicht auf meine Prinzipien verzichten, wenn ich weiter in diesem Beruf arbeiten will. Sie haben eine Menge herausgefunden. Ich schätze das. Aber Sie werden ohne mich nicht weiterkommen. Ach nein? Ich habe heute den Ort in der Scuola gefunden, wo die Kiste jahrelang aufbewahrt wurde. Das haben Sie? Und was war darin? Ein paar seltsame Samenkörner. Und wo ist dieses Geheimversteck? Rechts vom Eingang. Unter einer absurden Inschrift auf 12 Platten. Absurd. Ja, ich erinnere mich daran. Absurd. Die das Platten können bewegt werden. Ich habe es geschafft, sie zu einem ziemlich geschmackvollen lateinischen Spruch zu sortieren. Gut, gut. Und wie lautet er, wenn ich fragen darf? Reichlich hast du bekommen. Gebe reichlich. Wie erleuchtend. Das Relief auf dem Boden macht mich neugierig. Mich auch. Es scheint unfertig zu sein, als ob es noch irgendwie verändert werden müsste. Erwarten Sie, hier auch ein Geheimversteck zu finden? Es ist wahrscheinlich, dass die Samenkörner aus der Scuola di Santa Croce hierher gebracht und versteckt worden sind. Vielleicht sind sie immer noch an Ort und Stelle. Sie haben sie nicht in der Kiste gefunden, oder? Nein, habe ich nicht. Nein, in der Nische. Da was Sie sich Sie so gut mit Kiste? Verstecken auskennen, könnten Sie es nicht was hier war einmal versuchen. Was war denn ich bin nicht in der Eile Kiste? Oder so. Der hat auch ich muss mir das Ornament genauer ansehen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass der Kreis in der Mitte defekt ist. Ja, und einige Steinstückchen liegen in der Ecke. Eine schlampige Arbeit, muss ja, ich sagen. Dann nimm doch die Steinchen. Ich gehe wieder an die Arbeit. Dann bis bald. Ja, die Steinchen in der Ecke sind unter dem Fenster. Stücke von Steinplatten, zerbrochene Keramik, alles zusammen eine kleine Müllhalde. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay, irgendeins wird schon passen. Steinchen. Das wird nicht funktionieren. Das passt nicht. Das passt. Steinchen! Jetzt ist das Relief komplett. Steinchen! Aber das Muster auf dem Boden ergibt keinen Sinn. Oh, ergibt keinen Sinn. Also es kann schon manchmal richtig artikulieren. Genau. Und nun?
Ah! Was? Das war's schon wieder? Reagiert nur manchmal, wenn er Bock hat. Warte mal. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Hallo! Ah, warte. Nee. Hä? Was? Nee, nee. Oh! Ja, da musst du gedruckt halten und schieben. Ah, jetzt hab ich's. Ja, hast du recht. Krass. Oh mein Gott, ich bin genial. Okay. Aha. Huch, ja, das ist es. Kaum hat man's verstanden. Ja, schon ist ganz einfach. Steinstückchen. Was? Was? Ist wieder kaputt? Guck mal, ist wieder. Ach nein! Gar nicht so schwer. Ich glaube, wir wählen sich 1, 3 und 1, ah. Und 2, 4. Okay, ja. Achso. Mhm. Nee, das bewegt sich gar nicht. Das ist so doof. Keine Ahnung. Mhm. Genau, 2, 4. Soll das denn? Ja, gute Frage. Oder it doesn't matter. Ja, es ist eigentlich ziemlich komisch. Noch nicht mal viel erkennen hier. Nee, das muss. So? Oh Mann. Ja, das sind hier die Wurzeln. Dann musst du das hier. So. Genau. Und das hier? Nee. Das. Irgendwas passierte da. Weiß ich nicht, ob das. Aha. Das war doch nicht richtig hier. Passierte trotzdem. Ah, das hat sich jetzt. Okay. Hat sich verhakt. Verhakt. Ah, okay, dann weißt du jetzt, wie rum der Baum sein muss. Ah, okay. Nein! Zurückdrehen, ne? Das ist jetzt. Ja, aber das hier stimmt ja nicht. Ja, aber ich meine, wenn du das Gefühl hast, du hast dich vertan, musst du das Ganze zurückdrehen. Jetzt muss ich noch die Mitte hinkriegen. Und jetzt? Sehen Sie, jetzt bewegen sich der zweite und der vierte Ring zusammen. Ach so. Ich guck mal. Alles passt. Die Muster auf den Ringen ergeben einen üppigen Baum. Ach was. Oh. Der Mann guckt so an. Ja. Skandalös. Der hat Pflanzen. Oh, Cannabis.
Der hat gekifft, deswegen hat er auch die ganze Zeit gefragt, was war denn in der Kiste? Ja, genau. Das Stück steht jetzt etwas hervor. Es ist ein Versteck für die Samenkörner. Sie müssen für sehr wertvoll gehalten worden sein. Das sind andere Samenkörner als die, die ich in der Skuola gefunden habe. Okay, dann ist es jetzt uninteressant, oder wie? Gibt es eine Lehre, oder was? Das sind andere Samenkörner. Ah, ja. Das sind Samenkörner wie die, die ich in der Skuola gefunden habe. Sie sind in der Kiste des Konquistadors hergebracht worden. Ah, ja. Und dann? Und jetzt? Ah, jetzt sitzt der, guck mal. I don't understand. Baum. Baum. Man kann das Ornament jetzt wieder erkennen. Ich muss zugeben, dass Sie wieder fabelhafte Arbeit geleistet haben. Wissen Sie, was das für ein Baum ist? Ich habe ihn schon einmal irgendwo gesehen, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wo. Hat er irgendwie mit der Mary Celeste zu tun? Das sagt mir zumindest mein Gefühl. Bei einem solchen Unternehmen reichen Gefühle nicht aus. Finde ich sehr witzig. Ich hatte einen Traum. Auf eine Münze? Das gab's auch. Eigentlich auf zwei Münzen. Eine habe ich in der Nähe der Stelle gefunden, wo Marcel, der Restaurator vom Museum, gestorben ist. Ja. Ihr Freund? Der, dem ich geschrieben habe, ist tot? Unglücklicherweise ja. Ich hatte da mal einen Traum. Die zweite Münze habe ich heute gefunden. An der Seite ihres toten Mannes. Zwei Münzen, zwei Tote. Und ein Mörder, richtig? Er folgt Ihnen. Was war das? Haben Sie das gehört? Nein, habe ich nicht. Schon gut. Schon gut. Boah, das. Haben Sie das gehört? Sie muss nicht zum Atem. Schon gut. Da sind ein paar Samenkörner im Versteck unter dem Boden. Ich wusste es. Ach. Sie ähneln denen in der Skuola. Sehen Sie. Ich fühle, dass Sie eine Antwort bereithalten, aber ich kenne die Frage nicht. Ich frage mich, ob dies der Baum ist, der auf den Inseln auf der Karte wächst. Was für Inseln? Was für eine Karte? Aus der Kiste, Mann! Ich habe sie wohl noch nicht erwähnt. In dem Manuskript habe ich eine Karte gefunden. Sie haben sich das Beste für den Schluss gefunden. Ich brauche diese Karte. Was zeigt das? Ein paar Inseln. Die sind unter sich so verwirrt wie wir. Sehen Sie, am Ende muss ich diese Kiste doch kaufen. Das ist nicht nötig. Zu viel von den ich habe eine Kopie angefangen. Da ich habe sie dabei. Kann ich sie sehen? Ich bin sicher, wir kommen zu einem. Ja. Wunderbar. Was war das? Was war das? Ich habe nichts bemerkt. Ach, vergessen. Still. Nee, schon gut. Was ist los? Oh, da war jemand am Fenster. Niemand ist mir gefolgt. Darauf kommt es nicht mehr an. Doch. Sie sollten zurückgehen. Oh. Was jetzt? Wohin? Wo treffen wir uns? In Venedig bin ich in Gefahr. Es bleibt nur noch Kairo. Kairo ist eine große Stadt. Ich meine diesen Sammler. Er kommt oft in die Altstadt. Er ist auf Artefakte spezialisiert, die mit Atlantis zu tun haben. Atlantis? Wieso jetzt Atlantis? Haben Sie den Schatten gesehen? Wo? Gehen Sie, schnell! Was ist mit dem Sammler? Laufen Sie! Das muss der Killer sein! Achso. Sieht so aus wie ein Mortal Kombat. Gehen Sie! Ja, der Killer, oder? Sag mal, wie konntest du diesen Gondoliere für Omega halten? Das spielt keine Rolle. Ich werde ihn später erwischen. Das tut es doch, wenn dir das Leben eines Menschen etwas bedeuten würde. Hast du eine Herztransplantation oder was? Hört auf, wir werden ihn kriegen. Das Mädchen wird uns zu ihm führen. Glaubst du, sie stehen in einer Art Verbindung? Sie ist wie eine Motte, die in das Licht fliegt. Darauf sollten wir hoffen. Wo bin ich nur reingeraten? Ich bin ganz allein hier, keine Spur des Grafen und, was noch schlimmer ist, ich fühle mich nicht sicher. Das Kind guckt mich an. Ja, genau, ich fühle mich nicht sicher. Das Kind guckt. Hallo. 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 Ich möchte mit jemandem vom Personal sprechen. Ich bin das Personal. Ich bin Ali. Gibt es hier keine Erwachsenen? Meine Eltern sind bald wieder da. Ich springe für sie ein. Suchen Sie ein Zimmer? Ich, Aladdin, Ali. Solltest du nicht in der Schule sein, Ali? Sie sind nicht vom Bildungsministerium, oder? Nein, ich suche ein Zimmer für ein paar Tage.
Da haben Sie den richtigen Ort gefunden. Möchten Sie eine Suite? Klar. Ich würde etwas Bescheideneres bevorzugen. Ah, so ein Glück. Unsere Suite ist momentan belegt. Aber wenn Sie trotzdem eine Suite wollen, unsere Nachbarn haben noch eine. Das ist nicht nötig. Auch, aber der Aladdin, der sagt, dass er Prinz Ali Baba. Ich bin auf der Suche nach einem einfachen Zimmer. Ja, ich kenne Wir haben ein freies Zimmer oben. Das ist jetzt mit Badezimmer? Es hat ein Waschbecken. Und die Toilette? Und, in der Halle. Wenn Sie ein eigenes Badezimmer möchten, also versuchen Sie es bei unseren Nachbarn. Kann Aladdin Wo nicht heiraten, weil er kein Nicht weit weg. Ist. Und aber hier ist es schöner, romantischer. In der Tat. Ja, genau. Freundlicher. Ali weit weg vom Fernsehern, so. Internet. Aber wenn Sie das vermissen, versuchen Sie es bei unseren Nachbarn. Wie komme ich dahin? Ganz schön hart ohne Internet, was? Meine Eltern verstehen das. Wir wechseln gerade den Anbieter. Das Kabel war nicht gut genug. Aber wenn Sie spielen möchten, ich habe noch eine Konsole in meinem Zimmer. Auch Internet, wenn Sie wollen. Das brauche ich nicht. Was machen Sie? Entschuldigung? Ich habe eine Konsole. Sie haben keine Kamera. Sind Sie keine Touristin? Auch keine Geheimagentin. Ich habe auch eine Kamera. Ich bin Archäologin. Weißt du, was das ist? Natürlich, das weiß doch jeder. Sie sind hier, um Mumien auszugraben. Korrekt. Da sind Sie an der richtigen Stelle. Dieses Haus ist sehr alt und hat eine Menge Geheimnisse. Natürlich. Glaubst du, ich könnte hier etwas finden? Sicher, aber beschädigen Sie nicht den Boden, es sei denn, Sie bezahlen das extra. Ach, ich hatte gehofft, Beschädigungen des Bodens wären im Preis inbegriffen. Sie müssen nicht im Voraus bezahlen. Ah, ja. Was kostet ein Zimmer ohne alle Boni? $15. Puh. Ich weiß nicht. Das Zimmer hat vielleicht kein Bad, aber es hat ein Versteck. Ein Versteck? Für Wertsachen. Sie können dort den Schatz des Pharaos verstecken. Ach so. Ich nehme es. Großartig. Möchten Sie Tee? Nein, danke. Kann ich Ihren Pass sehen? Dummerweise wurden meine Papiere gestohlen. Natürlich. Haben Sie das der Polizei gemeldet? Direkt am Flughafen. Was für eine gefährliche Stadt. Das ist sie nicht. Sie müssen nur am Flughafen aufpassen. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ich muss Sie in das Gästebuch eintragen. Sophie Ferrier. Mit 2 R. Und wenn ich den Schatz des Pharaos finde, wem kann ich ihn dann verkaufen? Der Regierung. Ja. Kennst du möglicherweise ein paar Sammler? Sie wollen ihn unter dem Ladentisch verkaufen? Ich müsste mich mal umhören. Nein, nichts Illegales. Ich suche nur jemanden in der Altstadt. Das ist alles. Es gibt dort viele Antiquare und Sammler. Dieser hat sich auf die Archäologie von Atlantis spezialisiert. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Warum? Ich dachte, Atlantis hat nie existiert. Ich weiß es nicht. Aber dieser Sammler hat vielleicht ein paar Beweise, ein paar Funde. Und das wäre sehr wichtig für Sie? Ja, auf jeden Fall. Schon. Werden Sie danach suchen? Im Moment möchte ich nur ein paar Sachen mit ihm besprechen. Na gut. Nehmen Sie mich mit. Ich kann Ihnen helfen. Ich kann eine Menge nützlicher Dinge. Du willst auf die Reise gehen wie Sindbad der Seefahrer? Oh ja. Dann höre dich nach dem Sammler um. Aber du musst vorsichtig sein. Noch darf niemand davon erfahren. Na klar. Ist das Frühstück im Preis inbegriffen? Wenn Sie eine ordentliche Mahlzeit wollen, gehen Sie in die Stadt. Kannst du irgendetwas empfehlen? Es gibt ein Café in der Nähe, in einem Seitengässchen. Das können Sie nicht verfehlen. Kann ich die Kochnische benutzen? Sicher. Sie steht den Gästen zur Verfügung. Okay. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. Viel Spaß. Tüdelü. Ach, hier ist die Kochnische. Sie haben hier eine Kochnische. Da kann man etwas zusammenzaubern. Dann nehmen wir erstmal alles mit. Tralala. Das kann ich also alles benutzen. Das steht allen Gästen zur Verfügung. Ja. Geht nicht. Ach so, ja, okay. Später können wir da was. Ja, gut. Da kann man hochgehen. Aber bevor wir das tun, würde ich sagen. Speichern wir. Ja. Und sehen uns in der nächsten Folge.